Willkommen zurück bei Pokémon Rubin, wo ich auf dem Weg bin, die Arena-Leitung herauszufordern und ja, mal gucken, was diese komische Etta drauf hat. Also, sie hat mich ja ganz schön missbraucht als Vorpokémon beim letzten Mal. Heute werde ich sie zur Rede stellen dafür und das Ganze nach dem Intro, wie ihr es schon kennt. Ja, Etta, die Rapperin. Mit Rhythmus. Ja, die möchte ich herausfordern. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Mist, ich dachte, die heilen meine Pokémon vorher. Na gut. Kriegen wir aber auch angeschlagen hin. Ist ja nichts passiert, ne? Jo, jo, jo. Auf dem Kampfplatz gibt jemand einen rhythmischen Sprechgesang zum Besten. Unseren Rap-Battle heute wirst du verlieren. Jojo, wir singen, du endest auf allen Vieren. Spitz die Ohren für meinen Rap-Arena-Leiterin. Ich stehe an der Spitze, ich bin der King. Bum, tschakka, tschakka, bum, tschakka, bum, tschakka, tschakka, tschakka. Der King will zu sein, ha, du bist echt lahm, dein Rhythmus ist nichts als Kinderkram. Loser wie du können gleich nach Hause gehen, na no way, zieh Leine auf nimmer wiedersehen. Ich bin Etta, immer härter, immer besser, meine Rhythmen schlägt mein ein wie Dynamit, verstehst du? Ja, mach dich bereit für den unschlagbaren Beat, yo, yo, yo. Du hast echt ne Macke, kleiner möchte gern. Lern lieber rappen und halt dich von mir fern. Yo! Geh heim, lass es sein, denn ich sage nein. Bumtschka, bumtschka, bumtschka. Verloren, neugeboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um drei. Warte, wo willst du hin? Ich bin doch noch nicht fertig. Ah, nachmittags um drei, was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Grummel, grummel, grummel. Und schon ist es aus wie ein mieser Gag. Gibt's hier niemanden mit genügend Zweck? Hm? Jo, du bist doch für mich die Show. Du hast doch für mich die Show eröffnet. Bist du denn mein nächster Gegner? Willst du meine Pokémon oder meine Rhymes herausfordern? Sollen wir mal eine Rap-Battle machen? Haha, netter Scherz. Der geht mitten ins Herz. Was? Du findest, ich spreche komisch? Das nennt sich Rappen. Rap ist ein Spiel mit Reimen, Klängen und Gesängen. Quasi der Rhythmus deiner Seele. Zu Bries bei Nacht steht, wacht und gibt Acht. Ganz allein muss das sein. Nein, oh nein. So geht da. Checkst du, was ich meine, ja? Naja, du bist ja auch Pokémon-Trainer. Zeig mir in einem Kampf, was du drauf hast. Sonst spült mein Rap den Cash in die Kasse. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste Klasse. Ich bin Etta, Akka, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Fühlst du die Vibes? Ist dein Geist so weit? Mach dich bereit für meine Wenigkeit. Yeah, yo. Chakaboom, 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 chak, chak. Jetzt dreht sie durch. Jetzt fordert sie völlig alles. Und Doppelkämpfe. Sehr schön. Jo, Doppelkämpfe sind absolut Etta-Style. Ich wechsle Pokémon aus wie Worte im Rhythmus und dem Style. Yeah. So, jetzt greife ich mal beide zusammen hier an. Ich hoffe stark, dass dieser Kampf entsteht wie ein fetter Braten in der Nacht, ja. Ui, die fangen an.
Kostümspuk wirkt, okay. Die haben wirklich getroffen. Das wird eine harte Nummer. Nice, die Attacke war nicht nur sehr effektiv, sondern auch extrem. Wie geht an? Wenn es nicht so schnell aus hier. So, jetzt hauen wir den vielleicht erstmal weg. Der andere müsste fast schon von alleine ausscheiden. Manette. Und tschüss. Mimikma wurde besiegt. Und weitere Aufstiege. Dracloak versucht Bodycheck zu lernen. Aber was kann Bodycheck denn? 90, 85. Okay, damit verletze ich mich selber. Bodycheck habe ich noch nie gemocht. Etter schickt Reflex in den Kampf. Okay. Und Friedhof. Oh, der Friedhofshund. Etters Pokémon liegt auf den Brettern. Hui, das haut mich glatt mit um. Yeah, yeah. Okay, komm, machen wir erst den Friedhofshund hier platt. Jetzt kommt der letzte Song, meine Homies, und er bringt eure Seelen zum Klatschen. Yeah, yeah, yeah. Es tauchen überall diese Friedhofshunde auf. Süß. Dieser Song bringt selbst Tote zum Tanzen. DJ G. Grave ist da in der Hause. Ach ja, die Dynamax-Kacke kommt hier auch noch. Oh. Ach, die habe ich ja völlig verdrängt. So, Friedwurf ist weg vom Fenster. Und Reflex ist auch weg vom Fenster. Oh, das war doch ziemlich effektiv, würde ich mal behaupten. Dein Rhythmus ist noch fetter offenbar, aber mit einer Niederlage komme ich klar. Und ich kriege 7560 Pokédollar. Hahaha, das war nice. Ich konnte die Vibes zwischen dir und deinem Pokémon richtig spüren. Die meisten kommen nur zum Flexen her, aber du hast es geschafft, mich so richtig zu flashen. Den Orden hast du dir absolut verdient, yo. Wie wäre es außerdem mit einem VIP-Ticket für mein nächstes Konzert? Das geht auf mich und du darfst mich Backstage besuchen, ihr Kleiner. Dann werden wir uns mal ein bisschen unterhalten. Dann zeige ich dir ein paar besondere Tricks. Ist das eigentlich Kinderverführung hier? Verführung Minderjähriger? Frigono Monta Arena gemeistert. Der Weg des Champs. Nein, aber jetzt mal ehrlich, ich finde die echt gruselig. Mit 6 Arena-Orden in der Tasche lassen sich Pokémon bis Level 50 leichter fangen. Und sie gehorchen dir aufs Wort.
Aha, nach dem ganzen Rippen bin ich richtig gut drauf. Hier, das kriegst du auch noch von mir. Jawohl. Du hältst TM 114, Spukball. Ich würde ja echt gerne noch ein paar Rhythmen für dich raushauen. Komm bald mal wieder. Denk dran, du hast ein VIP-Ticket mit Gespräch in meiner Kabine. Nächstes Mal können wir uns ein Rap-Battle liefern, ja? Toi, 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 bei deinem weiteren Abenteuern. Man sieht sich, Baby. Uah. Aha. Sinius, hallo Blutzack. Ich habe deinen Kampf eben heimlich beobachtet und ich muss schon sagen, dafür verdienst du die volle Punktzahl. Das war ausgezeichnet. Skelokrok als erstes in den Kampf zu schicken, war bereits ein meisterhafter Zug. Skelokrok? Und dann diese fulminanten Angriffe. Dein Gegenüber steckte richtig in der Klemme. Und diese bunte Palette von Attacken deiner hervorragend trainierten Pokémon. Welch eine kreative und dynamische Darbietung. Wovon redet der? Ich habe dieses Pokémon gar nicht, aber okay. Ach, bitte entschuldige. Das sind wohl meine Gefühle mit mir durchgegangen. Ja, wie konnte das nur passieren? Grausig. Räusper. Ja, kurzum, du hast gut an dir und deinen Können gearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, bis du alle Arena-Orden beisammen hast. Als Mitglied der Top 4 freue ich mich besonders darauf. Ah, und vergiss nicht hin und wieder mal bei der Akademie vorbeizuschauen. Es ist schließlich wichtig, sich auch dem Studium zu widmen. Völlig durchgeknallt, diese vier. Die sind völlig gaga. So, jetzt ist die Frage, wo geht es hier beim nächsten Mal weiter? Beziehungsweise, wohin möchte ich mich jetzt aufmachen? So, jetzt war ich da oben. Dann gibt es noch die Montanata-Arena. Da muss ich hier durch. Und da habe ich einen Pokéstop vergessen. Und da ist noch die Straße der Sterne. Ich würde mal sagen, es geht hier unten weiter. Montanata. So, jetzt mal ganz ehrlich, wo komme ich denn hin, wenn ich... Da ist eine Brücke. Und dann komme ich hier rum und dann komme ich irgendwie dahin. Und wenn nicht, starte ich da oben nochmal neu. Und ich kann noch ein paar Pokémon-Trainer verkloppen. Ich habe mir auf einem Felsen den Fuß verstaucht. Lenk mich mit einem Kampf von den Schmerzen, von einem Kampf von den Schmerzen ab, ja? Los, greif mich an! Die Verrat Marius fordert dich heraus. Setz Botogel ein. Los, Kroki. Na, rup ihn weg. Gewonnen. Der Schmerz in meinem Fuß ist zwar vergessen, aber die Niederlage tut mir im Herzen weh.
Es ist immer nützlich, Beeren bei sich zu haben, ja. Würde dir welche abgeben, aber du willst garantiert keine. Nein, den habe ich nicht gesehen. Ah, diese kleinen Viecher, die hier überall im Weg stehen. Da haben wir es Enton aber gezeigt. Ja? Jetzt geht es wieder aufwärts. Ein Timerball, das muss einfach hier lang gehen. Oh, mir wird kalt. Der steht barfuß hier rum. Ich habe 3 Arena-Orden. Ich glaube, ich habe 6. Ich habe 2, 3 Arena-Orden gesammelt, aber bei der mündlichen Prüfung bin ich durchgefallen. Deswegen kämpfe ich hier gegen dich. Schwarzgurt Sven fordert dich heraus. Der könnte Feuerfänger haben. Machen wir mal lieber Schallwelle. Ich habe 3 Arena-Ohren und verliere trotzdem gegen ein Kind. Ja, das Kind hat aber doppelt so viele wie du. Ich schätze, man braucht doch 8 Arena-Ohren, um eine Chance bei der mündlichen Prüfung der Pokémon-Liga zu haben. Komische Leute, da oben sehe ich schon die... Arena-Bronze habe ich schon. Ein Wiederball, damit kann man Pokémon fangen, die man schon mal hatte. Da habe ich was gehört. Eine Gierspenstmünze, jawohl. Obwohl, da dürfte nicht viel zu heilen sein, aber nichtsdestotrotz heilen wir doch erstmal. So, wie viele muss ich denn besiegen? Hier ist mal wieder einer. 7 Trainer gewonnen. 10 muss ich besiegen. Alles klar. Da unten ist ein Feld. Schneelandschaft. Das ist die Arena. Das ist alles. Keine Stadt, kein Nix. Ist aber ein bisschen billig. Da hätte ich mehr erwartet hier. Da hinten ist noch eine Pokémon-Trainerin. Bin mir ziemlich sicher, den habe ich noch nicht. Na komm schon, tausch schon.
Ein prophylaktisch. Hoffentlich habe ich den wirklich noch nicht. Weder gesehen noch eingefangen bis jetzt. Gefriert das mal. Haut der rein. Nee, ich will ja auch nicht mehr angreifen, das ist das Schöne. Okay. Das war jetzt natürlich weniger schön. Und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder heftig. Ich habe ihn auf einen Lebenspunkt runter und der kommt jedes Mal raus, ne? Aber ich kann ihn nicht weiter schwächen. Immer sofort raus. Ich probiere es mal mit dem Timerball. Der Kampf geht ja schon relativ. Auch nicht. Probieren wir den Heilball. Damit würde ich ihn heilen. Mag er auch nicht. Vielleicht steht er ja auf Luxus. Auch nicht. So, nochmal der Timerball. Wenigstens der hilft, weil der, je länger der Kampf dauert, desto stärker wird dieser Ball. Eieiei. Inferno. Inferno klingt gut. Genauigkeit 50. Schön. Sie erscheinen in der kalten Jahreszeit. Man sagt, sie seien Reinkarnationen von Pokémon und Menschen, die auf verschneiten Bergen starben. 148 Kilo. Inia habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt, ne? Das Problem ist,
ist. Jetzt muss ich erstmal wiederbeleben. Da mir ja meine Pokémon gerade getötet worden sind. Oder beziehungsweise K.O. geschlagen. Getötet ist falsch. Pokémon werden nicht getötet. Aber er ist K.O. gegangen. Hoffentlich ist der Kleine noch da unten irgendwo. Wahrscheinlich ist er jetzt weg. Olaf, der Schneemann. Eisheiler. Ein Stück Eis. Schade, Mann, hätte ich dir mal doch direkt angegriffen. So, die Gierspinzmünze haben wir auch. Da ist er. Bin mal gespannt, ob ich den schon habe oder nicht. Ich meine, den habe ich auch noch nicht. Snowmom habe ich natürlich auch noch nicht. Sehr schön. Chaka. Der Hyperball. Pokémonball, flieg und sieg, aber dieses Mal bitte. Ach, wenigstens das ist nicht so widerspenstig. Snomom. Snomnon. Gefangen. 3,8 Kilo. Süß. Es ernährt sich von am Boden angesammelten Schnee. Da es weichen Neuschnee bevorzugt, frisst es sich bergauf bis zum Gipfel. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal holen wir uns die Pokémon-Trainerin da unten. Aber für heute ist die Folge vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.